Ich will, dass du alles verkaufst an Sibran. Zu dem Preis, den er vorschlägt. Nein, ich habe nicht vor, irgendwas an irgendwen zu verkaufen. Das wäre idiotisch, Papa. Du wirst es tun. Was immer er will, gib es ihm. Und mit diesem Geld kommst du dann her und holst mich hier raus. Das ist deine Priorität. Vergiss, dass du die Firma retten willst. Die Priorität heißt, die Kaution zu bezahlen und mich hier rauszuholen, damit wir drei weit weggehen können nach Argentinien. Ja, bitte. Der einzige Ort, an dem ich vielleicht eines Tages die große Enttäuschung vergesse, die du für mich als Tochter warst. Du übertreibst ganz schön, Papa. Ich finde für alles eine Lösung. Ich bezahle die Schulden, ich zahle diesen Zibran aus, ich mache Gewinn, verdiene viel Geld. Isadora! Du hörst mir gar nicht zu. Das steht nicht zur Diskussion. Ich habe nicht viel Zeit. Nicht viel Zeit? Wofür, Papa? Wenn du hier rausgehst, triffst du dich mit Zibran. Und tust dann ganz genau das, worum ich dich gebeten habe. Nein, warte. Ich will noch über so viel mit dir sprechen. Bin ich als Tochter wirklich eine Enttäuschung? Ciao. Liebling, hör mir zu, warte doch, sag mir, wie geht es dir?